Ja, Bergi, jetzt, ihr führt 2-1 in der Serie gegen Freiburg. Es waren drei sehr umkämpfte Spiele, auch das letzte zu Hause, wo wir am Schluss fast noch den Ausgleichstreffer kassiert hätten, aber es außerhalb der Zeit war. Wenn du das Spiel ein bisschen Revue passieren lässt, was war entscheidend, dass wir das gewonnen haben? War wieder, glaube ich, das erwartete enge Spiel. Großer Kampf für beide Teams. Ich glaube, da nehmen wir uns nicht viel. Und ja, dann halt mit einem glücklichen Ende zum Schluss, weil es halt nach der Sirene war. Aber sonst denke ich, haben wir es verdient. Wir haben gut gekämpft, gut gearbeitet. Man merkt, glaube ich, dass das Team gut zusammensteht und ja, Gas gibt und ist gut so. Wenn man das jetzt so anschaut, beide Teams stehen defensiv sehr stabil, würde ich mal behaupten. Auch die beiden Torhüter machen sehr überragende Spiele. Wie wichtig ist, dass man defensiv gut steht? Weil ich denke, mit Hurra Eishockey wird man sich in den Playdowns wahrscheinlich ein bisschen schwer tun. Generell schwer tun. Ja, natürlich, Defensive ist der Schlüssel für beide Mannschaften, glaube ich. Wie du sagst, die Torhüter sind beide sehr stark. Ja, ich glaube, ist jetzt nicht so der Ausreißer zum Voraussehen, dass jetzt irgendein Team nochmal 5, 6 Tore schießt. Und deswegen ist die Defensive halt auch entscheidend. Genau. Am Freitag steht das nächste Spiel an. Sehr wichtiges Spiel, würde ich sagen. Ihr könnt euch den Matchball erarbeiten. Freiburg hat die Chance, die Serie wieder eben zu machen. Auch da wird wahrscheinlich die Defensive wieder Trumpf sein. Ja, natürlich. Wir müssen im Kollektiv wieder stark hart arbeiten, jeder seinen Job machen und ja, alles rausholen natürlich. Wir wollen das Spiel gewinnen, das ist auch ganz klar. Und dann schauen wir weiter. Von Okay. Spiel zu Spiel. Wird eine harte Aufgabe, aber ist machbar auf alle Fälle. Das hören wir gerne. Dann wünschen wir viel Erfolg und vielen Dank, dass du dir kurz Zeit genommen Vielen hast. Dank.